Stabilität am Horn von Afrika und bitten angesichts der derzeit sehr schwierigen Lage in dieser Region um ihre Aufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit für eine andere Perspektive. Die meisten westlichen Medien berichten, dass die Zentralregierung Äthiopiens den Krieg in der äthiopischen Region Tigray begonnen hätte, obwohl die inzwischen als Terrorgruppe eingestufte TPLF die dort stationierte äthiopische Armee angegriffen hat. Diese wichtige Tatsache wird komplett verschwiegen. Wie würde Deutschland oder jedes andere Land der Welt reagieren, wenn die Bundeswehr vom Spezialeinsatzkommando eines Bundeslandes angegriffen, Soldaten getötet und Waffen erbeutet werden? Die Einmischung Eritreas in den Konflikt wird meist sehr negativ diskutiert. Jedoch bleibt unverändert und unerwähnt, dass obwohl diese Terrorgruppe Raketen auf die eritreische Hauptstadt Asmara abgefeuert und Schaden angerichtet hat, die eritreische Regierung darauf verzichtet, einen Vergeltungsangriff auszuüben. Was wäre, wenn ein deutsches Bundesland erbeutete Raketen auf andere Bundesländer oder Nachbarstaaten abfeuern würde? Die westlichen Medien sind stark von den manipulativen Nachrichten der Pro-TPLF-Netzwerke und Fake News beeinflusst und berichten ungefiltert einseitig und ignorieren sehr wichtige Fakten. Zum Beispiel erwähnen sie mit keinem Wort die enormen Anstrengungen und Leistungen, die die äthiopische Regierung bei der humanitären Unterstützung der Tigray-Region erbracht hat. Sie stellt derzeit 70% der humanitären Hilfe für die Tigray-Region bereit. Trotz des einseitigen Waffenverzichtes der äthiopischen Regierung ist es verwunderlich, dass die Konfliktpartei TPLF, die den Waffenstillstand abgelehnt und den bewaffneten Konflikt unvermindert fortsetzt, von den USA, der EU, Deutschland und den Medien nicht klar benannt und nicht zur Teilnahme am Waffenstillstand aufgefordert wird. Die TPLF hat seit einigen Tagen öffentlich in den Medien damit gedroht, die benachbarten Regionen Amara und Afar den Krieg auszuweiten und auch in Eritrea einzumarschieren. Diese stellt eine direkte Bedrohung für den regionalen Frieden und die Souveränität und territoriale Integrität Äthiopiens und Eritreas dar. Die Kriegstreiberei der TPLF zu einer Zeit, in der sich die Zentralregierung strikt an den einseitigen Waffenstillstand hält, ist eine Ursache für die derzeitigen massiven zivilen Opfer. So wurden verschiedene soziale Kräfte innerhalb Tigrays und unter dem Verdacht der Kollaboration mit der neuen Übergangsverwaltung angegriffen und die stärksten internen Gegner, darunter auch Erderta-Zivilisten, die in der Umgebung von Mekelle leben, kaltblütig ermordet. Ebenfalls wurden eritreische Migranten in der Tigray-Region verfolgt und brutal ermordet. Wir, übergehend Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, fordern die USA, die EU und explizit die deutsche Regierung darauf auf, keinen massiven Druck auf die äthiopische Regierung auszuüben und nicht durch indirekte Unterstützung der TPLF, die vom äthiopischen Parlament als terroristische Organisation eingestuft wurde, den Interessen Äthiopiens und damit auch den Interessen der Länder am Horn von Afrika zu schaden. Der Einsatz von Kindersoldaten während der jüngsten TPLF-Offensive ist eindeutig zu verurteilen. Noch schlimmer, diese TPLF hat Tausende von Kindern aus ihren Familien entführt, sie unter Drogen gesetzt und als Kanonenfutter an der Front eingesetzt. Wir fordern eine klare Distanzierung der deutschen Regierung von solchen unmenschlichen Praktiken der TPLF. Wir begrüßen die Unterstützung Deutschlands für eine afrikanische Lösung des Konflikts um den Grand Ethiopian Renaissance Dam mit Ägypten. Obwohl Äthiopien 86% des Nilwassers beisteuert, wird dieser bis heute zu 0% von Äthiopien genutzt. Zudem haben 60% der Menschen in Äthiopien keinen Strom und das trägt zu enormer Abholzung und Umweltzerstörung bei. Bitte erlauben Sie uns an dieser Stelle, den Opfern der Flutkatastrophe in Deutschland unser Mitgefühl auszusprechen.